der Weg zum Inka-Sonnentor. Da drüben, wenn man raufkommt, unten sieht man schön die Busstrecke mit der Endstation und dem Eingang, das Pueblo und drüben der Huayna Picchu. Geräusch, was man im Hintergrund hört, wenn man es hört, ist unten die Eisenbahn, die sich gerade hinaufkämpft Richtung Aguas Calientes. Der Berg da drüben ist der Pucutusi, den ich gestern nicht drauf gegangen bin. Und da geht es jetzt dann weiter noch, ich hoffe mal so 100-200 Meter bis zum Sonnentor.